Hi, ich grüße euch. Heute mal ein kleines Hands-on mit den MPOW S10 Earbuds. Gucken wir mal zusammen rein. Das ist also diese Hartschalenverpackung. Schwarz und rot, sehr stabil. Passt auch alles rein. Hier haben wir diesen Clip. Hier haben wir diese ganzen Ohrstöpsel, Ladekabel. Und die Earbuds selber, das habt ihr ja alles im Unboxing schon gesehen. Jetzt wollen wir mal gucken. Zum Verbinden lange hier drauf drücken. Da müsste dann auf der Rückseite. Ah, sie sind schon mit dem falschen Handy verbunden. So. Jetzt haben wir mal die Verbindung getrennt. Jetzt sehen wir hier Pairing. Also doch einfach mal paaren. Also Bluetooth anmachen. Und dann sehen wir irgendwann vielleicht hier ein paar Geräte. Da MPOW S10 können wir verbinden. Und dann sind sie verbunden. Jetzt Musik abspielen möchte ich aktuell mal nicht. Das hat dann wieder was mit GEMA und Rechten zu tun. Aber zum Beispiel, genau, hier sieht man schon der Magnet. Der funktioniert echt gut. Ein bisschen stärker hätte er sein können. Aber geht. Was auch gut funktioniert, ist zweimal draufdrücken. Öffnet sich die Google-Suche. Und sagt es dann auch an. Ich weiß nicht, ob man das hört. MPOW Earbuds. Abbrechen. Entschuldige, ich weiß noch nicht, wie ich da helfen kann. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Das hat sie gesagt, dass wir es nicht verstanden wurden. Genau, hier haben wir jetzt noch die Hörner, die man wechseln kann. Nicht so richtig scharf. Und auch die hier kann man wechseln, die gehen aber ein bisschen straff ab und auch ein bisschen straff dran. Aber das geht. Weiß gar nicht, warum ihr den Fokus nicht richtig setzt. Genau, Ladeanschluss hatte ich ja im Unboxing schon gezeigt. Fällt halt auch wieder ein bisschen zu. Wäre schön, wenn das irgendwie offen halten könnte. Genau, und ich könnte jetzt auch ausschalten und wieder lange drauf drücken und ein anderes Gerät paaren. Also man kann auch mehrere Geräte gleichzeitig nutzen. Genau, was haben wir noch? Hier haben wir diesen Clip. Kann man sozusagen hier hinten einfach das Kabel kürzer machen, wie man das braucht. Das finde ich ganz angenehm, wenn man so einfach nur ein bisschen zu lang ist, damit es nicht sinnlos rumhängt. Und was man auch noch nehmen kann, ist dieser Clip. Den kann man hier einfach reinklipsen ans Kabel und dann kann man das irgendwo an das T-Shirt dran klipsen. Genau. Gibt es noch was? Nein, ich denke. Sonst gibt es nichts. Wenn es Fragen gibt, schreibt es in die Kommentare, kann ich gerne noch ein Video machen oder einfach so beantworten. Ja, das war's mit dem kurzen Hands-on. Ich hoffe, es hat euch gefallen.